Herzlich willkommen zurück, Freunde gepflegter Lego-Unterhaltung. Tobias und ich haben in der letzten Folge das erste OG aufgebaut. Stoppt, wir waren ja schon angefangen. Wir haben das Dach dazu gepackt und wir sind in eine Richtung. Ja, und es ist immer wieder zusammengebrochen, aber jetzt steht's. Bitte 8. Ja, wie jedes Mal. Sieht aus wie viele Teile. Sieht wie viele aus, ja. Du bist so klein. Auch solche Längen haben wir auch sein. Ja, schon. So, jetzt geht's los. Ja, ein bisschen gucken, was wir hier haben. Wir haben darüber schon mal gesprochen, glaube ich. Ich finde das schlimm, wenn du Leute hast, die Lego-Steine bauen und also quasi alle Tüten aufmachen und alles sortieren. Ja, das ist wirklich nervig. Erstmal dauert es deutlich länger. Ja, das Gefühl, natürlich dauert es länger. Das bringt dir eigentlich auch keinen Vorteil, würde ich sagen. Das Versortieren bringt dir gar nichts. Ne? Ja. Und du musst viel Platz haben. Ja, das ist sowieso. Also richtig viel Platz. Oh, brauchst du noch eine Tür? Ja, die braucht auch eine Tür, ne? Brauchen die sich auch Privatsphäre. Die Küche. Ja, die Küche braucht auch Privatsphäre. Ja, okay. Special Treppe ist auch wieder am Start. Ja, wo kommt die hin? Genau da. Aber wie? Genau so. Nach innen muss die. Genau. Und das sind nach außen? Mhm. Oh, drei Fenster. Yay! Muss aber sehen, der gute Mann. Wobei die Fenster eh durchsichtig sind. So, Glaser kann mir auch viel später. Ja, das stimmt. Ja, mir ist es drei Fenster, meine Küche hat nur zwei. Okay. Du kannst kleinen Kram bauen. Ich mach kleinen Kram. Ich mir das mal hier so rum. So. Wenn du kleinen Kram machst, lese ich mal vor, das ist die Untergliederung des Mittelalters. Also die Untergliederung gab es in drei Hauptphasen, und zwar Frühmittelalter, das ist das 6. Jahrhundert bis Anfang Mitte des 11. Jahrhunderts, dann das Hochmittelalter, Anfang Mitte des 11. Jahrhunderts bis ca. 1250,
und das Spätmittelalter von ca. 1250 bis ca. 1500. Mhm. Ja. Ich habe es auch fast geschafft, fertig zu werden. Das ist richtig, dass ich die ändere, die Ausrichtung. Das ist jetzt natürlich schwer zu sagen. Kamin. Komma. Was machst du denn jetzt schon wieder? Doch, die Ausrichtung ändert sich. Wie? Welche Ausrichtung? Dass der in eine andere Richtung guckt wie die hier. Ach so. Weil der guckt in die Richtung und hier guckt er in die andere Richtung. Ja, ist halt so. Ja, entschuldigen Sie, Monsieur. Ich wollte ja nur sicher gehen, dass wir das richtig machen. Ja, natürlich. Das ist hier drüben auch so. Nicht, dass man so auseinanderbringen muss. Das auch. So, wir dürfen. Blättern, ja. Sie dürfen blättern. Ja. Ich darf nur eine Treppe festmachen. Kannst auch wohl noch mal was vorlesen, wenn du magst. Ja, Moment. Ich muss mal meine Treppe suchen. Such mal deine Treppe. Haben sie doch gerade noch die Treppe. Ja, aber jetzt wohl noch die zwei. Ja. Müssen noch zwei Zweier drauf, dann ist ich nicht. Befestigt. Gucken wir gleich. Oh, jetzt nochmal. So, okay, dann kommt da noch sowas drauf. Dann noch sowas drauf. Das kommt da hin. Deswegen. Den Gedanken konnte ich. So. Das ist schon mal früh mit der Art aus. Frühmittelalter. Die Völkerwanderung wird von der Forschung als Bindeglied zwischen Spätantike und Frühmittelalter angesehen. Das wissen wir ja schon. Mit dem Ende der Völkerwanderung, das traditionell mit dem Einfall der Langobarden in Italien im Jahr 568 verbunden wird, begann zumindest in West- und Mitteleuropa endgültig das Frühmittelalter. Der Übergang ist somit im 6. Jahrhundert fließend. Im Frühmittelalter fanden viele einschneidende Entwicklungen statt, die Auswirkungen bis in die Moderne haben. Es vollzog sich eine Umformung des antiken römischen Erbes, doch trotz zahlreicher Brüche sind ebenso viele Kontinuitätslinien zu erkennen. Entgegen der älteren Deutung als dunkle oder rückständige Epoche wird das Frühmittelalter in der modernen Forschung wesentlich differenzierter betrachtet. Es ist sowohl von Kontinuitäten als auch vom Wandel im politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Bereich gekennzeichnet. Es verzog sich die Teilung Europas und des Mittelmeerraums in einen christlichen und einen islamischen Teil, sowie des christlichen Teils in einen lateinischen und einen orthodoxen, der den Kulturkreis von Byzanz umfasste. Mehrere der im frühen Mittelalter entstandenen Reiche bilden die Grundlage für heute noch existierende Staaten. Ja, richtig. So, was haben wir noch? Oh, shit. Ja, du hast es steigen lassen. Nein,
Dann ist so die Treppe nochmal merkwürdig. Was ist denn passiert? Ja, da ist so ein Steinchen reingeflogen. Was fehlt da? Ja, ich bin noch nicht hin. Ah. Naja, wir haben zwischendurch mal wieder mal einen Stein vergessen, völlig. Da fehlen noch welche. Ja, die anderen habe ich schon nachgeholt. Nee, die. Ja, kommen ja noch welche dazwischen. Ja, dann zwei. Ach so. Ja, ja, das sind diese Dinge. Ach, dieser, ja. Die Läden. Ist auch noch ja, einer. Genau, danke schön. So, Treffer hast du schon drauf. Treffer ist schon drauf. Fehlt da noch was, oder nicht? Ja, einer fehlt hiervon. Sehe ich gerade. Mhm. Da kommt aber kein einer hin, oder? Doch, da. Tja. Oh nein! Du kannst ja noch mal in den Tüten gucken. Nee, in den Tüten wird nichts sein, schätze ich. Was ist das, die 8? Die 8, ja. Kniester. Und nichts. Nee. Oh, shit. Doch verbaut irgendwo. Muss ja dann. Oh Gott, ja, das findet jetzt mal. Ach, Scheiße. Oh je, oh je. Dieses Dreieck. So. Normaler Dreieck. Aber alle anderen Teile passen doch. Ja, ja, das stimmt.
vorstellen kann, dass der irgendwo hinkommt. So. Ich nehme meinen Teil fertig. Dann daneben. Kann ich jetzt nicht so abweichen. Warte mal, lass mal kurz was gucken. Kurz orientieren. So, da ist die Ecke. Das ist natürlich da unten. Nicht drehen bitte, sonst kommt die Kerne. Nee, da kommt ein weißer neben. Was ist hier mit dem da hinten? So weit hinten ist das auch nicht, oder? In dem Fenster, der gehört auch dahin. Und da drüber. Über dem Fenster. Ja, wir haben keinen weißen einer mehr. So, da ist die Tüte 8 Jahre erst angefangen. Ja, richtig. Ich verstehe. Na gut, den haben wir noch gar nicht gebraucht, den hier. Den Burschen. Na, sowas. Muss denn alles rausgefiltern oder gibt's da eine Lücke? Ne. Oh, da gab's doch eine Lücke. Nein, da, der da. Und das ist der, der fehlt. Neben dem Kaminchen. Hm. Mal den nachbestellen. Jetzt hat's auch mal den nachbestellen. Na, guck mal, vielleicht ergibt sich was. Ja, wie denn? Ich weiß doch, wie es ist manchmal. Es kommt doch schon mal vor, dass was fehlt. Ja, es ist. Das machst du. Ja, vorher. Was war das eigentlich? Ja, das ist. Was war das? Wo ist das denn jetzt her? Ist der irgendwie weggefallen? Jetzt die Frage, wo das herkam. Na, kannst du ja mal besuchen. Ah ja, hier. Und die Lampe fehlt. Erstmal sag ich ja. Upsi. Das ist auch ein Glatter. Das ist ein Glatter. Ja, wir müssen aber noch normale sein. Ah, hier. Achso, das bleibt hier schon drum. Das Spezialität. Okay, in der Mitte kommen wir mal. Ach, hier hast du schon. Ja, okay. Da bist du flugger als ich. Natürlich. Natürlich.
Ja, Digga. Dadurch, dadurch. Alles klar. Ach du gute Güte. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jetzt kommt das oben und wir haben den einer nicht. 1, 2. Ja, wenn ich jetzt mal den einen. Warte. Nee, warte. Ich guck mal mein Repertoire. Der bleibt eh über. Der bleibt eh über. Dann können wir das da reinsetzen. Ja, ich will ihn noch mal auf den einen. Den anderen Set. Nee, dann noch nicht. Kein Ersatz zu essen. Guck mal, der bleibt übrig? Ja, der kommt nicht mehr vor. Stimmt, der kommt nicht mehr vor. Komisch. Ja, ist halt so. Wir haben ein Sonderset. Tja, wer weiß, was das ist. Druckfehler. Ach, da kommt ein Vierer dran, oder? Dann ergibt es auch Sinn. Muss ja irgendwo der Graue hinkommen, wo der eigentlich ein Weißer drin ist. Ja, das habe ich ja vermutet, aber bisher. Zumindest in Tüte 8 habe ich ja nichts gesehen. Immer mit der Ruhe ineinander. Nope, oder? Nee. Nein. Das sind zweimal dieselben. Die kürzeren. So. So und der Vierer. Jetzt passt es. Bisschen. Ja, ich muss hier an der Außenwand. Ach, du machst dein Liebling wieder. Ja, ich fürchte, dass ich dann irgendwann zeigen will. Ja, richtig. Ob wir den noch brauchen oder nicht. Da wird sich zeigen, ja, weil an außen kommt der dann auch hier solche Verkleidungen, ne? Ja, das ist jetzt zumindest meine Vermutung. So. Oh, hey. Eins. Da ist noch alles da. 2, 3, 4, 2x Bogen, 2x Vierer. Das stimmt auch. Komisch. Ich mach das jetzt hier. Ja, interessant gemacht. Ja, das ist wirklich interessant. Oben kommen halt hier so und dann kommen hier die Seitenteile. Ist schon wieder was abgebrochen drin. Ob das wieder der Kessel war? Ja, stimmt. Der Kessel will einfach nicht. Nö, ist doch gar nichts. Fühlte sich nur so an.
das aus. Hast du nicht noch einen Teil zu verbauen? Ich? Nö. Ich hatte meine vier. Weil das hier ist noch übrig. Soll ich irgendwo dran stöpseln? Ja, an der Seite. Ja, aber ob das da hin soll? Da. Hä? Ach ne, ist die andere Seite, ne? Ja, auch richtig. Stimmt schon, dass das da hin soll. Man sollte dann. Was ist auch immer auf den Ecken? Und sehen wir den grauen noch? Jo, tatsächlich. Kannst das hier an den grauen machen? So, kommt das. So. Ich lass es doch so. Lass uns einen Gag einfallen. So, das war Tüte Nummer 8. Brain. Ja, wo ein Weißer gefehlt hat. Fällt jetzt gar nicht mehr auf. Wir müssen schön verschwinden lassen. Naja, ich weiß das. Du weißt gar nichts. Ja, wenn ich Lego schreiben müssen, dass sie mir noch einen Weißen zuschicken sollen. Ja, das eine ist bleibt irgendwo anders an der Über, was ich mir nicht vorstelle. Aber das war, die haben dann bestimmt den aus Versehen mit da reingesetzt. Passiert ja schon mal. Ein zu viel davon, ein zu wenig davon. Wir sehen uns bei Tüte 9. Yep. Tschüssi. Tschüss.